Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von MDWK Insight. Wir möchten euch heute einen exklusiven ersten Blick in die Ausstellung 1950 bis 1980 Fotografie aus Leipzig bieten, aus dem Museum, was derzeit wie alle großen Einrichtungen, groß und klein, durch den Lockdown geschlossen ist. Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst bald euch auch wieder einen Einblick in die Räume selber vor Ort bieten können. Die Idee ist, dass wir euch heute zum einen eben wirklich zeigen können, wie die Ausstellung aufgebaut ist, euch die Kunstwerke näher bringen können und zum anderen, dass wir in einem Gespräch darüber reden können, was die Hintergründe und Zusammenhänge der Fotografie der Zeit war und welche Entwicklungen es in dieser Zeitspanne in der Leipziger Fotografie gab. Meine Gesprächspartnerinnen sind Julia Blume und Janet Stoschek. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Julia Blume ist an der HGB, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, in vielen Funktionen tätig, unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theorie. Und was für uns hier heute ganz besonders wichtig ist, ist, dass die Tatsache, dass sie das Archiv der Hochschule leitet. Julia Blume ist eine ausgewiesene Kennerin der Leipziger Kunstgeschichte und eben nicht nur, aber auch durch ihr Amt eine große Kennerin der Geschichte der HGB. Und die HGB wiederum ist einer der zentralen Orte der Leipziger Fotografie. Janet Stoschek ist stellvertretende Direktorin des MDBK und Chefkuratorin der Grafischen Sammlung. Heute Abend ist sie aber in erster Linie Leiterin des Evelyn-Richter-Archivs und des Ursula-Arnold-Archivs der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der Bildenden Künste. Janet hat das Archiv mit aufgebaut und ist nicht nur deshalb eine intime Kennerin der Fotografie der Zeit und der Werke dieser beiden Fotografinnen, die einen wesentlichen Teil unserer Ausstellung ausmachen. Mein Name ist Philipp Freitag, ich bin selbstständiger Fotohistoriker und Kurator und Jeanette und ich haben die Ausstellung zusammen kuratiert. Wie immer begleitet uns außerdem Malu Kunze. Malu Kunze würde sich, wie wir drei auch, sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, in der Kommentarfunktion über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Wir wollen das Ganze interaktiv gestalten und würden uns sehr freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Im Hintergrund begleitet uns wie immer Frankie, der dafür sorgt, dass wir richtig im Bild sind und stabil senden können. Ja, zu Beginn, um euch ein bisschen in das Thema einzuführen, würden wir euch gerne ein paar Eindrücke geben, wie zu der Zeit fotografiert wurde. Wir beginnen hier mit einigen Fotos von Ursula Arnold. Insgesamt vermittelt die Ausstellung 3 Jahrzehnte Leipziger Fotografie anhand von 6 exemplarischen Positionen, 3 Fotografinnen und 3 Fotografen. Und es sind 2 verschiedene Generationen, die wir hier zeigen. Wir fangen 1950 an. Das ist eine Generation, die also kurz nach dem Krieg anfängt, als junge Leute an der HGB zu studieren und dann in den folgenden Jahren die Leipziger Fotografie zu prägen. Da ist zum einen Ursula Arnold, deren Fotos wir hier gerade sehen, dann F.O. Bernstein, Willi Gurski und natürlich Evelyn Richter. Und komplementär dazu, eine spätere Generation ist vertreten durch Thomas Steinert und Karin Wieghorst, die in den späten 60er und 70er Jahren dann anfangen, an der HGB zu studieren. Dies hier zum Abschluss eine Fotografie von Thomas Steinert, die durchaus typisch ist für die Fotografie der 70er. Hier sehen wir jetzt ein Foto von Evelyn Richter, ein sehr frühes, eine Selbstinszenierung aus dem Jahr 1951, die zugleich das Auftaktbild unserer Ausstellung ist. Evelyn Richter ist Jahrgang 1930, hat dieses Foto also 1951 im Alter von 21 aufgenommen. Als junge Frau, und man merkt so ein bisschen, dieses Foto erinnert an Oskar Schlemmers triadisches Ballett vom Bauhaus oder an Performances der Dadaisten aus der klassischen Moderne. Man merkt daran, wie enthusiastisch, wie experimentierfreudig die junge Fotografin ist und gleichzeitig, dass sie durchaus weiß, auf welchem Grund sie sich in der Fotogeschichte bewegt. Ja, und meine erste Frage an dich, Julia, wäre: Evelyn Richter kommt dann ein Jahr später nach Leipzig und fängt an der HGB an zu studieren.
auf welches Umfeld sie da stößt, wie wir uns die Lehre zu der Zeit vorstellen können. Naja, es ist ja so, dass viele der Fotografinnen und Fotografen, die zu der Zeit in der Hochschule anfangen zu studieren, bereits eine Fotoausbildung hinter sich haben und mit einem guten Rüstzeug kommen. Und nun erwarten sie natürlich von der einzigen Ausbildungsstätte, die auf Hochschulniveau Fotografie ausbildet, durchaus ein wichtiges Input. Tatsache ist, dass wir es in der Zeit mit einer Fotoabteilung zu tun haben, die aus dem Institut für Farbenfotografie hervorgegangen ist und die seit 1946, 47 von Johannes Wittmann geleitet wird, der auch selbst einst 1933 an der Hochschule studiert hat, damals noch Akademie und mit einer deutlich technischen Ausrichtung, ist es nun letztlich eine Studienrichtung, die eingebunden ist in eine Hochschule, die sich immer noch sehr stark auf das Angewandte, auf das Buch, auf die Zeitschrift orientiert, sodass letztlich die Ausbildung, die sie dort erwartet, natürlich einerseits technisch ist und Grundlagen in Landschaftsfotografie, Sachfotografie, Porträtfotografie und eben Laborarbeit vermittelt, aber andererseits eben auch in den Bereich Typografie und Schrift viel investiert, sodass es eine Ausbildung ist, die vielleicht weniger auf den Schultern der Moderne ruht, als es vielleicht zum Teil erwartet wird. Außerdem gibt es auch kaum ein Input hinsichtlich einer modernen Fototheorie, sondern man ist eingebunden letztlich in eine Kunstgeschichte, die sich doch in den 50er Jahren sehr deutlich an an der stalinistischen Auffassung von Kunstgeschichte orientiert, denn wir haben es ja letztlich zu tun mit dem Höhepunkt auch des Formalismusstreites. Ja, das ist interessant. Das ist für uns ein wichtiger Hintergrund, dass Fotografie zu der Zeit eben, wie du sagst, noch angewandt als dienende Kunst verstanden wird. Und wir beschreiten dann in der Ausstellung eigentlich den Weg in Richtung einer Wahrnehmung der Fotografie als bildkünstlerische Ausdrucksform. Jeanette, was mir noch wichtig wäre, wir fangen 1950 an, sind also 11 Jahre vor dem Mauerbau und es gab vor dem Mauerbau auch noch die Möglichkeit, sich mit der westdeutschen Fotoszene, mit der bundesdeutschen Fotoszene auseinanderzusetzen und auch stärker noch die amerikanische Fotografie wahrzunehmen. Inwieweit gab es da eine Prägung auf die Fotografie in Leipzig? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das auch nochmal unterstützen, was Julia gesagt hat. Auch wenn ich das jetzt nochmal gucke, mit welchen Erwartungen eben auch Evelyn Richter und Ursula Arnold, auch beide hatten eben die technische Ausbildung als Fotografin und langweilten sich nur in der Dunkelkammer zu stehen. Hatten aber, Evelyn Richter kam aus Dresden und war bei Pan Walter. Pan Walter hat Schwerpunkt zwar auf Porträtfotografie gehabt, aber in diesem Künstlerhaushalt gab es eben auch eine ganz starke Künstlerszene. Das heißt also auch Malereien, Maler, die in das Haus kamen. Man feierte Feste. Dort bekam sie sehr viel Anregung. Ursula Arnold war sehr stark geprägt durch das neue Sehen, durch Bauhausfotografie. Und beide wollten eine theoretische, zum Teil auch angewandte Erweiterung haben und suchten sie, haben sie aber nicht gefunden. Für die Künstlerin oder die beiden Fotografinnen, sagen wir, war anregend. Man muss sich vorstellen, heute haben wir 4 Professoren an der HGB, damals war es nur einer für Fotografie, dass die Studierenden, es war eine ganz kleine Klasse, man hatte ganz enge Verbindungen auch mit den Malern, mit den Buchgestaltern, mit allen. Und das war ein wichtiger Austausch. Und man ist tatsächlich sehr, sehr viel gereist. Man kannte durch Fotografiezeitschriften, aber auch durch den Austausch. Richter war 54 zum ersten Mal in Köln bei der Fotokina. Sie war in Hamburg, sie war in Brüssel. Man versuchte so viel wie möglich zu reisen und sich auch Anregungen, gerade auch aus Westdeutschland, von Otto Steiner, von abstrakten Positionen zu bekommen. Allerdings und der große Höhepunkt war natürlich, du sagst ja schon Amerika 1955, die große Ausstellung Family of Man und natürlich auch schon vorher die Fotoagentur Magnum, also wo sich eben auch eine komplett andere Fotografie, dokumentarisch, sehr emotional, aber eben auch weg von der Fotografie, die sich an der Malerei orientiert, sondern eben auch einen eigenen künstlerischen Weg geht und
Man sprach dann auch schon von Straight Photography, also wirklich die Bildaussage, keine Manipulation und klar an der Geschichte auch im Freien zu arbeiten. Das ist auch der große Unterschied natürlich zur Schule, auf die Straße zu gehen, dort eben auch die Motive zu finden. Ja, das sieht man hier gerade sehr schön. Das ist gerade die Serie von F.O. Bernstein über das Seeburgviertel. Das ist eigentlich genau das, was du gerade dargestellt hast. Diese nicht schönende, direkte Form der Sozialreportage. Ja. Allerdings muss man da ganz scharf sagen, und das hatte ja auch Julia schon angedeutet, das eine ist die Lehre, was sie auch mit Formalismus bezeichnet, was ja in der Fotografie später als in der Malerei, aber in den 53er Jahren anfängt. Alle haben eine Erfahrung gemacht, sehr früh, was war opportun an der Schule, was waren die Bilder, die akzeptiert wurden und welche Bilder hat man dann im eigenen Auftrag, beziehungsweise hat man im eigenen Austausch gemacht. Das, was wir eben gesehen haben, das Seeburgviertel, ein damals sehr prekäres Straßenviertel in Leipzig, das war nie die Diplomarbeit. Das hätte sie nicht sein können. Und Ursula Arnold hat ja auch 1953 erfahren, sie hat sich da in einer Rede kritisch gegenüber der Lehre geäußert. Das heißt, sie wurde stark beobachtet und sie wusste spätestens seit dem Zeitpunkt, was ist offiziell erlaubt und was nicht. Und das war dann schon so eine Schere, die sich nachher anders durchzieht, aber die damals auch schon wichtig war. Genau, das ist ja auch für uns ein wichtiges Ziel in der Ausstellung, dass wir das offizielle Bild und eben diese Dinge, die, wie Evelyn Richter immer sagte, für die Kiste gearbeitet wurden, also die im eigenen Auftrag entstanden, dass wir die so ein bisschen gegenüberstellen. Wir hatten eben, Frankie, wenn du noch mal ganz kurz zurückgehst, diese Wartburg-Aufnahmen, die Farbaufnahmen, die zwar natürlich keine Propagandabilder sind, die aber eben offizielle Aufträge sind. Also es gibt die Aufträge einerseits und dann das, was die Fotografinnen und Fotografen für sich machen. Julia, du wolltest dazu auch noch was sagen. Ja, ich möchte es einfach nur ergänzen. Also während des Studiums gab es verschiedene Praktika, die oft mit Aufträgen verbunden waren, wo die Leute dann in bestimmte Einrichtungen, seien es jetzt Betriebe oder eben auch Kindereinrichtungen oder Sportvereine gingen, um dann eben entsprechende Fotografien anzufertigen, die dann häufig auch ihren Eingang in Broschüren oder Prospekte fanden. Und das war die offizielle Seite der ganzen Sache. Und dafür wurde eben auch Filmmaterial zur Verfügung gestellt. Wir haben, es ist also wie gesagt, der Bereich ist aus dem Institut für Farbfotografie hervorgegangen und hat auch noch gute Bestände gehabt in der frühen Zeit an Farbfilmen, an Materialien, die aber eben nicht für die Alltagsfotografie verwendet wurden, sondern dann für die offiziellen Aufträge, die eben zum Teil wirklich von einer erstaunlichen Farbbrillanz sind für diese Zeit. Ja. Das ist natürlich für ganz junge Leute heute kaum noch nachvollziehen, wahrscheinlich, wie sehr man damals eben bei der Analogfotografie vom Material abhängig war. Jeanette? Ja, und da auch nochmal, um das noch weiterzuführen, was Julia gesagt hat, Wolfen war sehr wichtig. Dort wurde ja auch experimentiert und da kam das Material. Aber die Fotografien, die wir gerade von Bernstein gesehen haben, das war nach seinem Abschluss. Und da hat er ja auch wirklich für die Autoindustrie gearbeitet. Und da ist es ja auch spannend, er ist ja dann 1958 nach Düsseldorf gegangen, hat dann auch Werbefotografie, was auch übrigens alle wollten. Und das ist auch damals an der Hochschule gelehrt worden. Das muss ich jetzt, ich mache nochmal einen kleinen Sprung zurück. Es ist auch die Verbindung, also was auch Julia sagte, Typografie. Das heißt, man hat auch versucht, die Fotografie im Angewandten in der Werbung zu machen, damit man damit umgehen konnte. Aber bei Bernstein war es, er hat für die Autoindustrie gearbeitet und ist dann nach Westdeutschland gegangen und hat dann erstmal in Schwarz-Weiß gearbeitet, weil die Farbfotografie tatsächlich hier sehr viel weiter war. Und das hat sich dann in den 60er Jahren geändert. Ja, ich denke, das ist als Hintergrund auch wiederum für Jüngere wirklich wichtig zu verstehen, dass es eben die künstlerische Fotografie auch als Berufsfeld nicht gab. Es gab natürlich keine Galerien, die jetzt irgendwie Fotografen vertreten hätten. Es war keine Lebensunterhaltsoption, als künstlerische Fotografin oder künstlerischer Fotograf zu leben. Die Leipziger Messe war ein wichtiger Arbeitgeber, es wurde für Zeitschriften fotografiert und es gab eben Aufträge aus der Werbung. Das war, glaube ich, gerade, wie du es so schön illustriert hast, Jeanette, für die Generation sehr früh nach dem Krieg ganz wichtig.
Aber der Und Anspruch hier? war immer ein Ja. anderer. Der Anspruch war immer ein anderer. Ich glaube, wir können es heute viel schärfer differenzieren und sagen, das ist Auftrag nicht. Ich glaube, man hat einerseits den Brotberuf gehabt, um Geld zu verdienen. Und trotzdem hat jeder von Ihnen, ob Sie es offiziell oder inoffiziell gemacht haben, immer noch eigene Werke gemacht, die wichtig waren, und wo man sich auch in eine ganz bestimmte Tradition gestellt hat, eben auch in die dokumentarische, in die Straßenfotografie. Also das hatte man, auf jeden Fall war das immer ein Ziel. Aber die Frage ist immer, was ist öffentlich und was war nicht öffentlich? Absolut, ich würde das auch nie werten. Wenn wir noch mal ganz kurz zu den Dirigentenbildern von Evelyn Richter zurückgehen, die wir gerade eben an der Wand hatten. Das ist nämlich auch noch ein weiteres Beispiel, was wichtig ist in der Leipziger Fotografie, dass das Gewandhaus natürlich ein wichtiger Auftraggeber war. Und ich finde, da merkt man genau das, was du, Jeanette, eben sagtest. Es ist ein Auftrag gewesen, im Gewandhaus zu fotografieren. Aber die Art und Weise, wie Evelyn Richter in diesem Fall das umsetzt, ist natürlich durch und durch künstlerisch. Also es ist niemals wertend, wenn man zwischen angewandter Fotografie und künstlerischer unterscheidet. Das sind einfach verschiedene Gebrauchsweisen. Für Evelyn Richter selber, da wir die Fotografie von Evelyn Richter am Haus ja sehr prominent im Evelyn Richter Archiv bewahren, für Evelyn Richter ist die Musik einfach ein ganz wesentliches, eigentlich ein Lebensthema. Deshalb wollte ich da noch mal kurz anhalten. Genau, hier haben wir jetzt ein weiteres Beispiel von Evelyn Richter, das Sujet der Arbeit, was ja ein staatlich gewolltes war, aber wir haben schon im Rundgang einige Bilder gesehen. Es wird von den Fotografinnen und Fotografen, die wir hier sehen, nie der lachende Arbeiter gezeigt. Es sind immer durchaus bildkünstlerisch avancierte Kompositionen. Womit ich nochmal den Link zu unserem Gespräch vorher knüpfen würde. Dieser künstlerische Anspruch, den diese Studierenden der 50er Jahre hatten, den konnten sie ja dann in den späten 70er, 80er Jahren zum Teil auch als Lehrende an der HGB umsetzen, Julia. Es trifft insbesondere für Evelyn Richter zu, die dann die folgende Generation sehr geprägt hat. Naja, Evelyn Richter, da sind wir ja jetzt in einer Zeit, die letztlich die Ausstellung nicht abdeckt. Als Lehrende kommt sie 1981 in die Hochschule und wird dann aber extrem prägend sein. Und dann treffen sich letztlich auch Wege. Wir wissen ja beispielsweise von Karin Wiekost, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind, dass sie über diese Zeitschrift Fotoanschlag dann auch sehr stark mit Evelyn Richter oder ihr sozusagen auch ein Geschenk machte, indem sie dort dran mitwirkte. Also da begegnen sich die Leipziger Szene ist letztlich klein und man bezieht sich aufeinander. Und Evelyn Richter hat auch, bevor sie an die Hochschule kam, ihr Zimmer geöffnet, das wissen wir ja alle, und also ihre Wohnung geöffnet und hat wie so eine Art, ja, Privatunterricht gegeben. Also dort war ein Treffpunkt, dort konnte man sich unterhalten, man konnte streiten, man konnte Bücher anschauen. Und vielleicht darf ich an der Stelle nur noch mal einen Moment sagen: Wir haben ja einen Schatz in der Hochschule im Archiv, dass wir sehr viele Diplomarbeiten haben seit den 50er Jahren aus der Fotografie. Und da sehen wir eben auch, dass nicht nur die Themen und also verschieden waren, die gegeben wurden, sondern auch letztlich das Medium. Jeder Studierende, jede Studentin, jeder Student musste zum Abschluss neben Prints, die eben in Ausstellungssituationen gezeigt wurden, eben auch ein Layout für ein Buch herstellen. Und das finde ich sehr wichtig. Und das ist ja bei Evelyn Richter auch nochmal ganz entscheidend, dass sich so eine Art Haltung für eine Art Fotobuchhaltung herausbildet, die nicht einfach nur Texte in dem Sinne illustriert, sondern eine eigene Bildstrecke mit einführt in die Bücher. Und da gibt es ja wunderbare Beispiele von Evelyn Richter selber, wenn du jetzt auf die Musik ausrichtest, dich Paul Dessau beispielsweise, aber eben auch andere Dinge, die eher aus dem medizinischen Bereich wie Entwicklungswunder Mensch kommen. Und da knüpfen dann andere auch an in der späteren Generation. Ja. Oder eben David Oistrakh, ja, und das ist natürlich, wenn man auch die Buchgestalter der Hochschule dann wie Walter Schiller bedenkt, die dann zusammengearbeitet haben mit den Fotografen. Ja, so sind die Diplomarbeiten natürlich eigentlich unterm Brennglas die Leipziger Fotogeschichte. Jetzt sehen wir gerade einige Arbeiten von Thomas Steinert, der in der Chronologie Ende der 70er, also er fotografiert ab Ende der 60er Jahre in Leipzig, aber diese Bilder entstehen in den 70er Jahren, dann zumindest für unsere Ausstellung den Schlussakkord spielt. Ich finde,
wenn wir nochmal zurückgehen auf das Musikviertel, die letzte Fotografie von Evelyn Richter, bevor wir in den Steinertraum jetzt gegangen sind, die beiden Jungen mit den Fahnen im Leipziger Musikviertel, daran kann man eigentlich nochmal schön klar machen, was vielleicht die Leipziger Fotografie am Ende dieses Betrachtungszeitraums dann ausmacht und welche Traditionen da aufgegriffen werden und fortgesponnen werden. Hier haben wir das Musikviertel. Daran lassen sich ja so viele Dinge bemerken. Zum einen hatten wir über den künstlerischen Anspruch geredet. Man sieht außenrum um das Bild einen schwarzen Rahmen. Das ist der Negativrahmen. Evelyn Richter hat sich orientiert an Henri Cartier-Bresson, der für die Generation sehr prägend war aus Frankreich, und hat sich entschieden, um zu zeigen, dass sie im Moment des Fotografierens den perfekten Bildausschnitt findet, diesen Negativrand mitzudrucken. Man sieht also, es ist keine spätere Vergrößerung. Und überhaupt, finde ich, sieht man darin, dass das Dokumentarische mit dem bildkünstlerischen Anspruch, mit der Gestaltung dieses Bildes einhergeht. Das ist dann eine Fotografie, die, denke ich, die in den 80er und dann später auch nach der Wende in den 90er Jahren oft reproduziert wurde und die irgendwie typisch ist für die oder als typisch empfunden wird für die Leipziger Fotografie. Wo würdet ihr Charakteristika der Leipziger Foto, es wird ja teilweise auch von der Leipziger Schule der Fotografie gesprochen, wo würdet ihr da Charakteristika sehen? Oh, hört man also mich? Sicherlich einmal der dokumentarische Blick. Ja, das eine ist das Dokumentarische, aber ich glaube, das ist schwierig, jetzt von einer Leipziger Schule der Fotografie zu sprechen, weil wir da auch ganz unterschiedliche Generationen haben. Deshalb, also ich denke, prägend war immer die Hochschule und die Lehrerinnen und Lehrer, die dort eben tätig waren. Wir haben hier natürlich einen ganz starken Fokus auch auf die Schwarz-Weiß-Fotografie, was wir auch bei den anderen Positionen eben auch bei Gursky oder eben auch bei Vikos gesehen haben. Aber es ist, es tut mir leid, vielleicht Julia, sagst du was, ich komme jetzt gerade ins Zapern, weil ich finde das immer so schwierig, dieses typisch Leipzig, weil ich denke, da müssen wir tatsächlich in unterschiedlichen Jahrzehnten oder auch in unterschiedlichen Zeiten gucken. Ja, es ist komplexer, das stimmt. Ja, ich hadere sowieso mit dem Begriff der Leipziger Schule, der auch für die Malerei letztlich unpräzise ist. Und den dann zu übertragen auf die anderen Medien, ist so eine Sache. Aber vielleicht gibt es trotzdem ja erstmal die unterschiedlichen Zeiten. Wir hatten ja vorhin die 50er, die 70er waren wieder ganz anders geprägt. Da gab es halt diesen Theoretiker Beiler, der sehr stark auf ein sozialistisches Menschenbild zielte und wo dann nach dessen Tod letztlich, der 75 dann gestorben ist, wirklich andere Kräfte wirksam wurden und einen deutlicheren Ausschlag zu einer eigenen künstlerischen Haltung hatten. Und vielleicht kann man aber trotz allem sagen, dass sie alle von Anfang an sehr präzise in ihren Mitteln gewesen sind. Also dieses, was man als handwerklich bezeichnet, bekommt man natürlich auch über eine handwerkliche Ausbildung, wird aber auch sehr geschätzt innerhalb einer Hochschule und zwar von allen künstlerischen Richtungen, die dort vertreten sind. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich sich auszutauschen, sowohl mit Studierenden, Künstlern der Malerei als auch des Grafikdesigns, der Buchkunst, der Schrift. Und dieses Miteinander prägt meines Erachtens eine Sicht, aber auch einen Umgang mit dem Medium. Und es seit den 70er Jahren, glaube ich, ist es gelungen oder in den 50ern schon angelegt. Und das finde ich, kann man der Hochschule auch sehr toll anrechnen, dass sie dass die Studierenden eine eigene Haltung entwickeln konnten im Kontext der Kunsthochschule. Sei es im Widerstand zu einzelnen Lehrenden, aber dann eben auch im Schulterschluss mit anderen Studierenden oder mit Unterstützung von Menschen, also wir haben ja in den späten 70ern kommt dann Peter Pachnicke, auch sicher eine differenziert zu betrachtende Persönlichkeit, aber einer, der auf jeden Fall den Fokus öffnet, der Fotografie in einem größeren, auch europäischen oder Weltkontext betrachtet und das macht etwas damit und die geben zum Teil auch eine Art Rückhalt für bestimmte Entwicklungen in der Zeit. Ja, vielleicht. Ja, danke.
Ja, und vielleicht auch nochmal, dass man sich eben auch erproben kann, dass man experimentieren kann, dass man auch Möglichkeiten hatte, Positionen, wenn es auch zum Teil eine Insel war, auszuprobieren, dass man dort auch interne, man muss natürlich immer gucken, wann, aber man konnte auch seine Arbeiten nicht nur in der Klasse, sondern auch in der Schule diskutieren. Und ich glaube, da konnte sich dann auch über die Jahre diese selbstständige, von der Malerei sich loslösende, also eigenständiges künstlerisches Medium der Fotografie, was wir ja auch dann politisch später dann in den 80er Jahren haben, wo es sich ja auch immer mehr Anerkennung auch in der breiteren Öffentlichkeit findet, was eigentlich für viele der Fotografin innerhalb der Schule selbstverständlich war, aber dass es auch nach außen gedrungen ist. Und das ist ja auch ein Phänomen, was man auch in anderen Teilen Deutschlands ja auch parallel sehen kann. Ja, Also vielen in Dank. den 80er Jahren eben so, 82 dann mit der Kunstausstellung in Dresden, aber ähnliche Phänomene gibt es ja dann auch im Rheinland, sage ich mal, ganz verknappt. Ja, nein, aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass eben so ab um 1980 die Fotografie eben in Museen als künstlerische Fotografie ausgestellt wird. Da gibt es in Deutschland Ost die Ausstellung Medium Fotografie an der Staatlichen Galerie Moritzburg in Halle. Ich glaube 77 und exakt im gleichen Jahr die Documenta in Kassel, die zum ersten Mal, ich glaube es ist die Documenta 6, die zum ersten Mal Fotografie zeigt. Und das ist eben dann doch erstaunlich, wie in unterschiedlichen Systemen und eigentlich Entwicklungen, die eine Zeit lang getrennt verlaufen sind, doch man am selben Punkt rauskommt. Und da ist vielleicht doch auch nochmal die Hochschule wichtig, Julia, nicht nur der Austausch, sondern auch etwas, worüber wir uns ja auch immer unterhalten, die Bedeutung der Bibliothek, der Austausch des Schriftentauschs, der Einfluss auch von befreundeten Fotografinnen und Fotografen, die Bücher geschickt haben. Das ist also auch, vielleicht nicht in der ganzen Bandbreite, aber man sehr, sehr, sehr viel Einfluss auch hatte, sich weiter fortzubilden oder auch Anregungen zu bekommen. Und dass eben auch Fotografie doch nicht sehr viel internationaler ist, als man denkt. Ja. Ja, man kann das ja heute noch sehen, wenn man sich die Bestände der Bibliothek anguckt, dann gehören dazu eben auch tatsächlich die originalen frühen Bauhausbücher. Also die sind auch eben nicht jetzt erst im Nachtrag angeschafft worden, sondern sie waren eben auch vorhanden. Und man konnte schon auch dort, wenn man wollte, Dinge finden, an denen man sich reiben konnte. Und dann gab es eben auch Literatur, die durch die reisenden Lehrenden, also einige Lehrende konnten ja durchaus sich bewegen in Europa frei, dass die auch eingespeist wurden, einerseits mitgebracht wurden in die Hochschule als Diskussionsmaterial, aber durchaus auch Eingang in die Bibliothek gefunden haben. Das sollte man nicht unterschätzen, bis dahin, dass dort auch eine hervorragende, sehr alte ein Fotografiebestand da ist, der letztlich später auch solche, also Generationen wie um Erasmus Schröter oder so geprägt hat, die plötzlich versucht haben, ganz alte Verfahren, auch Druckverfahren wieder auf die Fotografie mit anzuwenden oder so. Also letztlich gibt das Raum für Experimentiermöglichkeiten, die man nicht unterschätzen sollte, auf jeden Das Fall. ist ein sehr schöner Bogen. Wir sind jetzt gerade mit unserem kleinen Rundgang an ein Ende gekommen. Die letzte Fotografie in der Ausstellung von Thomas Steinert. Und ich denke, es wäre eine schöne Möglichkeit zu fragen, Malou, ob Fragen an uns eingetrudelt sind. Also im Moment hält sich die Community noch dezent zurück, aber von Lena Skanskaj, liebe Grüße aus Buenos Aires, besonders an Frau Blume. Hey, Das ist schön, danke Ja. Sonnige Grüße zurück. schön. Dann kann man davon ausgehen, dass wir im besten Falle alle Fragen beantwortet haben. Aber wie es so oft ist, werden sich Fragen wahrscheinlich auch erst im Nachgang, wenn man selber über das Gesehene und Gehörte nachdenkt, ergeben. Wir würden uns also auch freuen, wenn im Nachgang noch Kommentare eingehen würden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diesen Film noch nachträglich dann anzusehen. Also jederzeit freuen wir uns über Reaktionen und Fragen. Ja, dann danke ich ganz herzlich für das Interesse. Dank zuerst mal den Gesprächspartnerinnen sehr herzlich für das angeregte und kurzweilige Gespräch. Und danke dir, Malou, für die Unterstützung und Frankie im Hintergrund. Und
Ja, ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und dass wir uns dann möglichst bald wieder in der Ausstellung selber live vor Ort sehen können, um im lebendigen Raum Museum die Bilder dreidimensional zu sehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Also auf bald im Museum.